Hallihallo, willkommen zurück zu einem neuen Video. So, diesmal möchte ich 3D-Blumen gießen und ich habe hier diese Flakes, die so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, iridisierend sind. Oh Gott, hoffentlich habe ich es jetzt richtig ausgesprochen. Entschuldigung, wenn nicht. Ja, manchmal hat man das. Und die habe ich auf jeden Fall in mein Harz gegeben und das Ganze werde ich jetzt als Rand, so als Umrandung für meine Blumen verwenden. Ich verwende hier auch das Mastercast, ein hochviskoses Harz, wie ihr alle sicherlich wisst. Die liebe Sandra Rettich verwendet ja sehr, sehr gerne das Mastercast, von daher ist, glaube ich, überall das Mastercast auch sehr bekannt. So, jetzt nehme ich da mein klares Harz und ich fülle meine Formen auf. Also ich denke, dass ich das diesmal etwas knapp bemessen hatte mit dem Harz. Im Endeffekt wird es dann so sein, wenn ich später ausforme, dass es gerade so ist, dass ich keinen scharfen Rand habe. Aber ich hatte ein bisschen zu kämpfen, dass ich wirklich alles Harz dann in meine Formen gebe, dass ich da wirklich nicht nachbearbeiten muss, weil ich mag das nicht gerne mit dem Abschleifen oder mit dem Entgraten. Das ist nicht so ganz meine Arbeit, von daher versuche ich immer alles so gut wie möglich aufzufüllen. So, ich kratze hier auch so ein bisschen mein Becherchen aus. Ich habe das Ganze auch wirklich sehr, sehr gut gemischt. Ich habe, glaube ich, 5 Minuten gerührt. So, jetzt nehme ich hier meinen Heißluftföhn und ich sehe zu, dass ich noch ein paar Bläschen zerplatze, auch später noch mal mit dem Sturmfeuerzeug drüber, um dann noch ein paar Bläschen kaputt zu machen. Und dann kann ich auch mit meinen Farben anfangen. Ich habe hier das Key Lime von Petra Jungblut. Dann habe ich meine Weiß angemischt mit den Pigment Drops und Aura Green von Petra Jungblut. Pigment Drops sind von Etta Art und das Blaue ist das Azur. Ich habe gedacht, dieses Key Lime und Azur, das ist eine super Farbkombination. Mir war auch irgendwie nach ein bisschen mehr fröhlichen Farben, weil die letzten Tage waren es hier grau und grau. Es war stürmisch, es war überhaupt kein tolles Wetter und da braucht man auch mal ein bisschen mehr Farbe in seinem Leben. So, ich habe jetzt hier mit dem Key Lime, also mit dem Grün angefangen und ich gieße so. Ja, die äußeren Linien sind noch so ein bisschen wie die Form ist. Das wird das dann hinterher so ein bisschen mehr rund, je mehr ich in die Mitte komme. Das seht ihr aber da. Und ich wechsle hier die Farben immer ab. Wie gesagt, das Grün, dann das Weiß, dann hier das Blau. Und dann nehme ich das Blau und gieße das auch schon in den zweiten Untersetzer oder in die Form hinein, weil ich da dann außen mit dem Blau anfangen wollte. Und dann, ja, seht ihr ja, wie ich das Ganze gestalte. Wechsel jetzt immer die Farben ab und bin jetzt auch in so einem Rhythmus, dass ich dann immer jeweils diese Farbe auch für den anderen Untersetzer mit verwenden kann. Hier wieder das Grün, dann kommt wieder das Weiß. Ich habe das Video schon etwas schneller gemacht, also 2,5 Umdrehungen. Von daher könnt ihr euch wahrscheinlich denken, wie lange ich an dem guten Stück gegossen habe. Aber ich habe gedacht, das tue ich euch jetzt nicht an, dass ich da wirklich das Ganze in der Originalgeschwindigkeit lasse. Das dauert einfach viel zu lange. So, ich mache hier schön meine Kringelchen, immer abwechselnd. Und ich hoffe halt, dass ich da ein ganz gutes Design hinbekomme. Ich muss aber gestehen, mit welchem Design ich meistens die schönsten Blumen hinkriege, ist einfach mit einer ganz einfachen Spirale. Das kommt aber nachher noch. Nur ich habe jetzt gedacht, ich gieße noch mal so ein bisschen anders. Manchmal gießt man ja auch so, wie einem gerade so das in den Sinn kommt. Ich bin sowieso mal jemand, ich suche mir dann irgendwas raus. Ich hatte ursprünglich auch ganz andere Farben rausgesucht. Und als ich anfangen wollte, habe ich dann doch wieder andere Farben genommen. Das ist so bei mir. Also ich plane nie groß. Das kommt relativ spontan. So, jetzt kommt hier beim dritten Untersetzer meine Spirale. Gieß die schön und am Ende
folge ich auch so ein bisschen der Form. Dann kommt auf mein Weiß, kommt jetzt das Grün, auch wieder in der Spirale. Und auf mein Grün kommt jetzt praktisch das Azurfarbene. Und das versuche ich so ein bisschen noch in diesen Lücken mit reinzugießen. Aber ja, hundertprozentig gelingen tut es mir nicht, weil das Ganze ja schon ganz gut gearbeitet hat. Und jetzt beim vierten Untersetzer gehe ich praktisch, mache ich große Blütenblätter. Nur da, wo ich immer wieder in die Mitte gehe, da ist das Ganze ziemlich dick. Und da habe ich mir dann auch so gedacht, naja, ob du da nicht Blobs bekommst. Also da muss ich abwarten, was dabei rauskommt. Aber wie gesagt, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und man muss es einfach immer wieder ausprobieren. So, ich bin hier fleißig beschäftigt und ihr seht, das Harz wird auch schon relativ dick. Meine Formen sind aber noch nicht ganz gefüllt, deswegen versuche ich auch, möglichst alles zu verbrauchen, was ich noch habe. Hier bin ich nochmal mit dem Weiß in die Mitte von den Blütenblättern gegangen. Ja, ich muss da ordentlich kämpfen, dass da noch was rauskommt. Da gehe ich außen nochmal mit dem Grün entlang. Dann nehme ich mir das Blau nochmal. Entschuldigung, ich habe hier gerade einen Froschenhals im Hals. Dann nehme ich mir das Blau nochmal, gehe da auch am äußeren Rand entlang. Dann schnappe ich mir den dritten Untersetzer und gehe da auch noch mal unten mit dem Blau entlang. Nee, das war der vierte, Entschuldigung. Ich hatte schon im englischen Video, hatte ich da schon Schwierigkeiten zu zählen. Also das war der vierte, den ich gegossen habe. Aber egal, ihr habt gesehen, was ich da mache. Und dann nehme ich hier das Grün, gehe noch mal am ersten Untersetzer entlang, so wie ich das hier mit dem zweiten gemacht habe. Einfach nochmal außen das Grün und dann nehme ich mir gleich auch nochmal das Weiß und gehe bei dem, wo ich die Spirale gemacht habe, außen nochmal mit dem Weiß entlang. Da mache ich auch ein bisschen Sauerei, das muss ich hinterher noch ein bisschen ausgleichen. Aber ich wollte halt alles verwenden, was ich noch hatte, damit die Formen wirklich auch gut gefüllt sind. Also ich gieße die 3D-Blumen unheimlich gerne. Das war mit so einer der ersten Techniken, die ich mehr oder weniger gelernt habe. Mir passieren da auch immer noch Unglücke. Ich habe auch immer noch ab und zu Blobs, aber ich finde die Blobs teilweise gar nicht so schlimm, weil ich finde, sie geben dem Ganzen auch Tiefe. Es muss nicht immer alles flach sein und ja, oft hat man dann nicht so den 3D-Effekt und ich liebe das, wenn man einen 3D-Effekt erzielt. Und gerade in diesen Kaskadeformen von Modes and Shapes, ja, ist das wunderschön. Hier seht ihr jetzt, wie ich das Ganze gestalte. Einfach nur die Blütenblätter entlang von außen nach innen und dann in der Mitte einen kleinen Swirl. Nicht jeder mag diesen Wirbel in der Mitte, aber ich finde ihn immer sehr schön, gibt dem Ganzen noch mal so ein bisschen Dynamik. Und ja, aber es ist natürlich auch Geschmackssache. So, jetzt bei dem bin ich gespannt, weil da hatte ich ja genau da, wo ich jetzt mit dem Dotting-Tool so durchgehe, das viele Weiß. Und da bin ich gespannt, was dann später rauskommt. Und hier ist der mit der Spirale. Da mache ich mir an sich weniger Sorgen. Da denke ich, dass das Ganze doch hinterher ganz gut aussehen wird. Aber wie gesagt, man weiß es hinterher ist immer, weil das Harz hat ja immer seinen eigenen Kopf und ja, es ist immer eine Überraschung. So, und hier ist jetzt eine Nahaufnahme. Das ist ungefähr eine halbe Stunde nach dem Guss. Und das Harz hat wirklich schön gearbeitet. Es hat sich alles sehr schön geschlossen. Und ich finde die Farben einfach so schön. Irgendwie, ja, sehr erfrischend. Also die Farbkombination gefällt mir sehr gut. Ja.
Ich finde auch immer diese Nahaufnahmen hinterher gut und ich mag es auch, das Harz zu beobachten und schaut mal da, dass mir auch was passiert. Ja, da hat sich die Blüte nicht so ganz geschlossen. Das lag wahrscheinlich daran, wo ich hinterher nochmal nachgebessert habe mit dem Weiß. Ich hoffe natürlich, das schließt sich noch. So, der nächste Tag, ich kann entformen und ich bin echt gespannt, was dabei rausgekommen ist. Weil auch jetzt im Winter ist es nicht immer einfach, vernünftige Blumen hinzubekommen. Es ist kalt und ich habe zwar das Harz an der Heizung stehen, aber es ist doch noch immer was anderes als mit einer natürlichen Wärme im Sommer. Aber einfach mal schauen, was da rumgekommen ist. Und schaut mal. Ich finde die richtig schön, auch wenn sie ein bisschen blobby sind. Aber ich finde, die haben eine so tolle Tiefe und mit diesen Flakes, mit diesem Glitzer, das gefällt mir sehr gut. Hier ist jetzt der, wo ich mit dem Türkis angefangen habe. Der ist sehr ähnlich in der Gestaltung. Gefällt mir auch sehr gut, auch wenn da diese Blobs sind. Ich finde immer, das sieht so aus wie eine Blüte, die noch nicht ganz offen ist. Jetzt der am Rand, also da, wo sich immer diese Blütenblätter getroffen haben. Und im Großen und Ganzen bin ich da auch zufrieden, weil es sieht auch wirklich so aus, als wenn die Blütenblätter sich so öffnen, dass sie sich so ein bisschen umgeschlagen haben. Und das ist jetzt mit der Spirale und der gefällt mir natürlich am allerbesten. Hat auch sehr, sehr viel Tiefe bekommen und mit den Glitzern im Hintergrund sehr schön. So, und da seht ihr auch nochmal die Endergebnisse. Ich bin doch sehr zufrieden, muss ich sagen, gefallen mir sehr gut. Und ja, ich bin gespannt, ob euch das Video gefallen hat. Bin über eure Meinung gespannt. Und ich sag mal, wir sehen uns hoffentlich zum nächsten Video wieder. Passt auf euch auf, eure Petra. Tschüss.